fünf Fragen an. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder bei fünf Fragen an. Heute befinden wir uns in Friesack. Das ist ein Ort, den die meisten nur von Durchfahren auf der B5 kennen. In Friesack wohnen aber 2484 Einwohner. Hat eine Fläche von 82 Quadratkilometer und Sehenswürdigkeiten wie die Fachwerkkirche in Rezo und die Filzmanufaktur in Üllepülle. Verschiedene Radwege führen auch durch Friesack oder starten hier. In Friesack haben die Linke zwei Vertreter in der Gemeindevertretung. Mein heutiger Gast ist Karin Heckert. Sie ist seit 1990 in der PDS, war Mitglied im Kreisvorstand Nauen und nach der Vereinigung mit Rathenow zum Kreisverband Havelland im Kreisvorstand tätig. Sie war früher schon mal Geschäftsführerin, Kreisvorsitzende und ist zurzeit wieder Geschäftsführerin. Sie ist Mutter von zwei Kindern und stolze Oma von zwei Enkelkindern. Hallo Karin, schön, dass wir bei dir zu Hause Gast sein dürfen. Und ich möchte dich gleich fragen, gleich die erste, die schwerste, die komplizierteste Frage, die Flüchtlingsfrage. Ist in Deutschland heiß diskutiert zurzeit, in den Medien geht es hoch und runter. Bodo Ramelow sprach von Völkerwanderung. Überall werden Zelte aufgebaut, weil so viele kommen. Wie siehst du die Sache? Was kannst du dazu sagen? Ja, erstmal hallo, schön, dass ihr hier seid. Es ist für mich ein schwieriges Thema. Es ist ja nicht nur, dass die Asylbewerber oder dass ein großer Teil Asylbewerber zu uns kommen. Wir sollten auch mal so die Problematik der anderen Länder betrachten. Wir haben zum Beispiel im Libanon ganz, ganz viele Asylbewerber, die dort eingetroffen sind, die jetzt weiter wollen. Also es ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange hierbei erreicht. Für mich ist hier auch wichtig zu sagen, dass mich sehr bedrückt der steigende Rassismus in Deutschland, der steigende Rechtsextremismus. Wenn ich mir die Pegida-Bewegung angucke, ist das für mich ein sehr, sehr bewegendes Thema, was mich sehr eigentlich traurig macht, dass Menschen sich so äußern, wie es Pegida tut. Auch diese Anschläge auf Asylbewerberheime sind für mich eine katastrophale Sache. Ich bin der Meinung, Menschen, die ihr Land verlassen, die ihre Heimat verlassen, haben einen guten, einen triftigen Grund dafür. Und diese Menschen sollten wir willkommen heißen und versuchen, ihnen Sicherheit hier zu geben. Schwierig ist natürlich für uns, für unser Land, für Brandenburg auch die Unterbringung der Asylbewerber. Ganz klar. Es hat ja niemand so wirklich darüber nachgedacht, wie viele Menschen kommen werden. Man hätte es tun können, aber man hat es leider nicht. Ja. Es war abzusehen. Jetzt müssen wir aber damit fertig werden. Es ist schön, dass jetzt in Wünsdorf eine zweite Erstaufnahmestation im Bau ist und auch bald übergeben werden soll, weil Eisenhüttenstadt ist vollkommen überlastet. Zeltstädte und. Wir haben es ja alles schon gesehen in den Medien. Ja, wir müssen die Leute schneller verteilen. Auf die Städte, auf die Gemeinden, auf die Landkreise. Die müssen, wie gesagt, hier in Deutschland Sicherheit bekommen, solange wie sie hier bleiben werden. Und wir müssen ihnen auch die Möglichkeit geben, hier bleiben zu können. Wir haben ja hier in Friesack auch ein Asylbewerberheim. Viele Friesacker hatten große Probleme damit, ganz normal. Man muss erst mal gucken, was kommt, was wird. Aber im Moment, oder es ist jetzt so geworden, dass die Asylbewerber sich toll integriert haben. Wir haben ja hier auch eine Willkommensinitiative, die sehr toll arbeitet. Also wir machen hier in Friesack, oder die Willkommensinitiative macht hier in Friesack sehr viele Feierlichkeiten, sehr viele Zusammentreffen mit den Asylbewerbern. Da ist zum Beispiel ein Weihnachtsfest, das stattgefunden hat, wo Friesacker Bürger kommen konnten, wo die Asylbewerber Kuchen gebacken haben, um mal zu zeigen, wie ist es in unserer Kultur. Friesacker haben Kuchen mitgebracht, um zu zeigen, wie sieht es bei uns aus, was backen wir gerne, was essen wir gerne. Wir haben interkulturelle Nachmittage, die wir veranstalten mit den Asylbewerbern. Wir machen Feste auf der Freilichtbühne, um mit den Asylbewerbern einen näheren Kontakt zu haben. Und es ist sehr schön zu sehen, wenn man selbst auf der Straße angesprochen wird.
wenn die sich das Gesicht von dir gemerkt haben und sich freuen, dich zu sehen und dich begrüßen. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Deutschland ist ein reiches Land. Wir haben Geld und wir haben die Möglichkeiten. Also sollten wir sie auch nutzen. Du bist 2001 von Diana Golze nach Berlin geholt worden. 2009. 2009, habe ich nicht gesagt? Nein, eins hast du gesagt. Oh, Entschuldigung. hast für Diana bis 2014, richtig, gearbeitet. Dann ist sie ja nach Brandenburg gegangen als Ministerin und ihr Nachfolger Norbert Müller. Wie war der Übergang? Wie ist deine Arbeit in Berlin? Na, erstmal war es natürlich traurig, als Diana gesagt hat, ich werde Ministerin werden im Land Brandenburg. Meine Ministerin zu werden ist natürlich für Diana eine sehr schöne Sache gewesen. Ich bin da auch sehr stolz auf sie, dass sie das geschafft hat, dass sie es macht. Und auch sehr schön und ganz toll, wie sie ihre Arbeit da leistet. Für mich war es aber natürlich traurig. Ne? Von 2009 bis 2014 war ja auch schon ein Stückchen Zeit, die wir miteinander verbracht haben, die wir miteinander gearbeitet haben. Es war natürlich erstmal eine vollkommen neue Arbeitssituation. Ich hatte vorher die Anna als Chefin, die Anja als meine Arbeitskollegin und nur auf immer hatte ich zwei blutjunge Männer, von denen jeder mein Sohn sein könnte. Aber eine sehr angenehme Arbeit. Ich bin oder komme mit beiden sehr gut aus. Ich bin sehr zufrieden. Die Arbeit macht mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß. Beide sind sehr, ja, mit Elan behaftet. Der Norbert und auch der Roland. Also das ist ein tolles Arbeiten. Man kriegt viele neue Ideen durch die Jugend, ne, die dann einfach, die ist da. Die helfen einem immer so ein bisschen mit neuen Ideen weiter. Und das ist das richtig Schöne an dieser Arbeit. Die Ideen, die du sicherlich auch nutzen kannst. Du bist Geschäftsführerin im Havelland bei den Linken. Jetzt wieder, sagen wir es mal so. Richtig. Wie siehst du die Aufgaben, die Ziele für die nächsten 2 Jahre? Tja, unsere Aufgaben und Ziele als Kreisverband im Havelland oder als Kreisvorstand auch gesehen, sind natürlich auch weitreichend. Wir müssen uns ganz dringend als Partei damit beschäftigen, Mitglieder zu bekommen, neue. Es ist wie bei jeder anderen großen Volkspartei, wir leiden daran, dass wir überaltern. Wir brauchen junge Menschen. Wir müssen mit jungen Menschen arbeiten. Wir müssen ihnen zeigen, was wir machen. Und sie gewinnen, mit uns in unserer Partei zu arbeiten. Was natürlich nicht heißen soll, dass wir keine alten Menschen auch gerne als Mitglied aufnehmen wollen. Ja, wir müssen uns damit beschäftigen, bei der Asylproblematik zu helfen, dass wir die eher ganzen Ehrenamtlichen, die Willkommensinitiativen unterstützen in ihrer Arbeit, dass sie das Gefühl bekommen, dass wir da sind. Wir müssen mit den Menschen in unserem Kreis reden, was liegt ihnen am Herzen, was wollen sie, denn ich glaube, nur so kann man auch die Arbeit unserer Partei nach vorne ausrichten. Jetzt zum kleinen heiklen Thema. Unsere Partei steht ja für Frauenquote, wir sagen immer 50-50-Regelung. Ich habe heute so ein bisschen im Internet gesurft und mir mal angeguckt in Friesack, wo du wohnst. Und ich habe bei der ganzen Führung eine einzige Frau gefunden, und zwar in der, muss ich jetzt nochmal nachgucken, Entschuldigung, im Amtsausschuss für die Gemeinde Mühlenbeck, die Frau Tönis. Was sagst du dazu? Ich finde es ein bisschen komisch. Ja, es ist schon ein bisschen komisch. Ich könnte jetzt mal ganz einfach sagen, die Friesacker lieben ihre Männer. Ich kann es dir nicht sagen, warum es so ist, warum in Friesack schon längere Zeit nur noch Männer, zum Beispiel in Friesack, nur Männer in der Stadtverordnetenversammlung sind. Ich weiß es nicht. Wir hatten auch schon mal 2 Frauen der Linken als Stadtverordneten, aber das ist jetzt schon eine Weile her. Es sind jetzt schon 2 Wahlperioden, wo nur noch Männer in der Stadtverordnetenversammlung arbeiten, aber ich kann es dir ehrlich nicht beantworten, warum es so ist. Ich weiß es nicht.
Es ist nicht so, dass nicht genug Frauen kandidiert haben. Es waren genug Frauen aufgestellt, auch von anderen Parteien. Aber die Friesacker wollen eben nur Männer. Vielleicht trauen sie uns nicht so richtig zu, dass wir Politik machen können. Zu Friesack selber. Was gefällt dir hier? Also ich meine, wir sind durchgefahren. Alte Städtchen, Fachwerk, plus viel Leerstand. Viele Einwohner sind ja nicht. Wir hatten ja, ich hatte ja in der Anmoderation schon gesagt, das sind 2400. Mach mal Werbung. Mach mal Werbung. Also, ja, Friesack ist eine sehr alte Stadt. Wir sind schon über 700 Jahre alt und wir sind eine Stadt, auch wenn man es nicht denken mag. Und wir sind auch schon über 700 Jahre eine Stadt. Friesack ist ruhig gelegen. Wir haben eine gute Verkehrsanbindung nach Berlin. Wir haben ja die B5, die bei uns hier lang geht. Wir haben einen Bahnhof, der ist zwar 2,5 Kilometer aus der Stadt raus, aber immer noch gut erreichbar. Wir haben jede Stunde einen Zug, der nach Berlin fährt oder von Berlin kommt. Wir haben eine Schule, wir haben eine Kindereinrichtung, wir haben ein Seniorenheim, wir haben eine tolle Eisdiele, wir haben eine Gaststätte, wir haben einen Imbiss, wir haben zwei Verkaufsstellen, Lebensmitteldiscounter, wir haben Fleischer, wir haben Bäcker. Wir haben also alles, um leben zu können und um gut leben zu können. Ich würde mir allerdings wünschen, ja, dass vielleicht noch ein kleines Café mit dazukommen würde, man ein bisschen auf der Straße sitzen könnte. Friesack hat sich in den letzten 2 Jahren etwas gemausert. Wenn man hier unsere Berliner Straße runterkommt, also die Hauptstraße in Friesack, dann sieht man, dass da im letzten Jahr Bäume gepflanzt wurden in der Straße, dass ein bisschen das belebt wird, weil wie gesagt, Friesack ist sehr alt, wir haben viel Wohnungsleerstand, wir haben sehr alte Fachwerkhäuser, unser Haus ist auch über 200 Jahre alt und das ist natürlich ein Problem, sowas immer erhalten zu können. Das würde auch heißen, dass viele Leute hierher ziehen. Aber es ist halt immer noch 50 Kilometer weg von Berlin und da sträubt man sich so ein bisschen hierher zu kommen, aber es wird. Es wird. Wir werden bald ein Vorort von Berlin sein. Ich wünsche dir aber viel Glück. Danke. Das waren die 5 Fragen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön. Schön, dass ihr hier wart. Wir bedanken uns bei Karin Heckert, dass wir in ihren tollen Garten filmen durften und freuen uns, wenn es wieder heißt 5 Fragen an mich.